Bei der Snooker-WM in Sheffield geht das Favoritensterben weiter. Titelverteidiger Mark Williams, Wales, verlor am Samstagabend im Crucible Theatre sein Achtelfinalspiel gegen den Engländer David Gilbert nach gesundheitlichen Problemen mit 9.13 Uhr. Nur Stunden zuvor unterlag der dreimalige Weltmeister und langjährige Weltranglistenerste Mark Selby, England, seinem Landsmann Gary Wilson, einem ehemaligen Taxifahrer, mit 10.13 Uhr. Der 35 Jahre alte Engländer verlor im Crucible Theatre von Sheffield seine Partie in der Runde der letzten 16 gegen Landsmann Gary Wilson mit 10.13 Uhr. Selby hatte den WM-Titel 2014, 2016 und 2017 gewonnen. Deutsche Starter sind beim wichtigsten Snooker-Turnier des Jahres nicht vertreten. The Jester from Leicester, wie Selby genannt wird, und Williams sind damit nach dem Weltranglisten-Ersten Ronnie O'Sullivan die nächsten Favoriten, die bei der WM vorzeitig abreisen mussten. Anfang der Woche war der fünfmalige Weltmeister O'Sullivan England sensationell an James Cahill gescheitert. Der Amateur hatte The Rocket in der ersten Runde mit 10:8 geschlagen. Let's block it's why.